Ihr habt euch sicherlich gefragt, was aus mir geworden ist, nicht wahr? Ich bin's, Drizella Tremaine, jene, die immer im Schatten von Enola zu stehen schienen. Aber ich bin kein Schatten, versteht ihr? Nein, ich bin viel mehr als das. Erinnert ihr euch an die Tage, als meine Schwester Anastasia und ich Mutters ganzer Stolz waren? Damals, bevor Enola das Miststück unser Leben verdarb. Mein Leben, um genau zu sein. Wobei, wenn man es genau nimmt, auch das von Anastasia. Aber ich fange wohl besser ganz von vorne an. An dem Zeitpunkt, als Enola unsere Villa mit ihrem Prinzen verließ und meine Mutter und mich in den Trümmern unseres einst prächtigen Hauses zurückließ. Nachdem auch meine Schwester Anastasia, diese Verräterin, uns verlassen hatte, kämpften Mutter und ich zu zweit gegen die Schulden und den Verfall. Nach ihrem Tod wurde ich immer mehr zu ihr, begann ihre Kleider zu tragen und an ihrem Lebenswerk festzuhalten. Ich wollte das Haus und alles, was es darstellte, um jeden Preis bewahren. Doch während ich mich in meiner Vergangenheit verlor, freundete meine Schwester sich mit Enola an. Ganz ehrlich, ich verstehe bis heute nicht, warum sie das tat. Wie konnte sie so dämlich sein, sich mit dieser Versagerin einzulassen? Aber das war nicht alles. Jedes verdammte Lächeln, jeder verdammte Glücksmoment von Anastasia traf mich wie ein Stich in mein Herz. Während sie ihr Leben lebte und ihre Träume verwirklichte, war ich gefangen in einem Netz aus Erinnerungen und Selbstvorwürfen. Ich hatte all die Jahre damit verschwendet, etwas zu retten, das längst verloren war. Die Jugend, die Lebendigkeit, die Träume, alles hatte ich geopfert, um ein verdammtes Haus zu erhalten, das längst dem Verfall preisgegeben war. Ich konnte es nicht ertragen, dass Anastasia so glücklich wurde nach all dem, was sie mir angetan hatte. Sie hatte mich im Stich gelassen, sich mit Enola verbündet und tat so, als wäre alles in Ordnung. Als könnte sie einfach weiterleben, als hätte sie kein Unrecht begangen. Aber ich konnte das nicht einfach so hinnehmen. Ich konnte nicht zulassen, dass sie sich an Enolas Glück klammerte, während ich im Elend versank. Nein, das konnte und wollte ich nicht ertragen. Und deshalb starb meine Schwester auf mysteriöse Weise. Nun ja, es war kein Zufall, nein. Es war meine Hand, die das Leben aus ihr presste. Warum? Weil sie es verdient hat. Sie hat mich im Stich gelassen, um sich mit Enola zu verbünden, diesem elenden Biest, das alles bekam, was mir zustand. Sie hatte ein perfektes Leben, während ich in dieser verdammten Villa verrottete, gequält von den Erinnerungen an meine verlorene Jugend. Aber Anastasias Tod reichte nicht aus, um meine Wut zu stillen. Nein, es war nicht meine Schwester, dessen Leben mich so quälte. Eigentlich war es das von Enola. Sie war der eigentliche Grund für all mein Leid, all meine Entbehrungen. Und jetzt war es an der Zeit, ihr Leben zur Hölle zu machen. Ich wollte sie leiden sehen. Sie sollte das gleiche Elend spüren, das ich all die Jahre ertragen musste. Ich wollte, dass sie alles verliert, was ihr Leben zu einem Paradies gemacht hat. Ich wollte sicherstellen, dass sie jeden Augenblick ihres verdammten Lebens bereut. Also nahm ich ihr genau den Teil von ihrem Leben, der es ursprünglich zu einem besseren machte. Kien, der Prinz, er war eigentlich für mich bestimmt. Ich hätte an seiner Seite sein sollen, aber dieses Biest hat ihn mir genommen, mir meine Jugend, mein Leben gestohlen. Und als ich hörte, dass er in den Krieg ziehen musste, sah ich meine Chance. Niemand würde mich verdächtigen und Enola würde endlich das bekommen, was sie verdient hatte. Was ich nun brauchte, war ein Neuanfang. Weg von den Trümmern meiner Vergangenheit, weg von den Schatten, die mich umgaben. Wenigstens meine letzten paar Jahre als alte Frau wollte ich noch irgendetwas erleben. Also lief ich vor wenigen Tagen los, durch nahezu undurchdringliche Dickichte, über moosbedeckte Pfade und jeder Schritt war von einer Mischung aus Aufregung und Nervosität begleitet. Denn ich weiß doch immer nicht, was mich am Ende meiner Reise erwarten würde. Nun bin ich seit 3 Tagen unterwegs und... Was? Was ist das? Wow, das ist atemberaubend. Diese Blume, ihre Blüten, sie strahlen so eine merkwürdige Kraft aus, eine Art Magie. Ich kann fast fühlen, wie die Zeit stillsteht, als ob alles um mich herum einfriert. Soll ich sie berühren? Ich kann nicht anders. Was passiert hier? Ich fühle mich so jung, so seltsam. Wo sind meine Falten?